Meine Freunde, LMDWZ, lass mich dir was zeigen. In dem Format zeige ich dir meine Mucke, das heißt, was ich gerne höre. Ist keine First Reaction, aber ich habe gedacht, Invent Animate Without a Whisper, der Song hat mich wirklich gerettet sozusagen. Ist wirklich ein Banger, ist S-Tier Metal, S-Tier Modern Metal. Für mich persönlich ist es wirklich ein Kracher. Und ich will es nicht vorne halten, sondern das mit dir teilen da draußen. Wenn du Bock drauf hast, wenn du sagst, hey, das gefällt mir, lass mir doch gerne ein Abo da, lass mir doch gerne ein Like da. Sag doch mal Andi, hey, smash mal ein bisschen mehr die Riffs hier auf den Gitarren. Ich habe da Bock drauf und ich nehme dich mal mit. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein. Invent Animate und Without a Whisper ist wirklich ein Banger seinesgleichen. Und hol dir die Taschentücher raus, Freunde. Das ist meiner Meinung nach wirklich der krasseste, fresheste Sound, den du heutzutage im Metal haben kannst. Ja, wenn du da draußen vielleicht nur Deutschrap hörst oder was anderes, was da auf meinem Kanal hier auch stattfindet, Metal hört zum ersten Mal in dem anderen Format, kann ich dir wirklich sagen, dass das der Sound, ja, das ist so geil, so modern, so innovativ. Einfach, du hast zwar die Heaviness, ja, von den Gitarren, vom Bass, von den Drums, so du, es bringt so diese gefühlvolle Stimmung mit, die damals, finde ich persönlich, auch auf Hybrid Theory von Linkin Park so extrem krass gepusht wurde, ne? Zum ersten Mal so irgendwie dieses krass gefühlvolle, gepaart trotzdem mit dieser rohen Gewalt, und, aber unterschwellig, ne? Nicht so dieses in your face, sondern wirklich eher so gefühlvoll, und das ist so nice. Oh, mega schön, ey. Richtig geil. Auch das Video, ne? Auch das Video, sorry. Auch das Video, Markus, wollte ich nicht unterbrechen. Ich denke, er heißt Markus. Ich hoffe, ich verwechsel es nicht. Ich verwechsel nämlich immer den Namen mit dem Sänger von Northlane. Aber ich glaube, die heißen gleich. Die heißen beide Markus, ne? Ich glaube auch, dass es ein Deutscher hier ist. Ich will mich nicht zu weit raus im Fenster lehnen. Aber ich glaube, er ist deutsch und er heißt Markus. Damn it. Ich denke immer Northlane dabei. Aber gut, anyway. Ich wollte einfach sagen, Heavener, das Album Without a Whisper, da ist also Heavener, das Album von Invent Animate, auf dem Without a Whisper drauf ist, ist meiner Meinung nach so ein S-Tier-Album. Das ist so der Banger der Banger. Ja, es gibt meiner Meinung nach im Modern Metal heutzutage, in den letzten paar Jahren ist nichts Besseres rausgekommen. Jetzt muss man wieder so ein bisschen Schnappatmung bekommen, aber meiner Meinung nach schon. Das ist wirklich ein Kracher. Also wenn du dir wirklich was geben willst, gib dir Heavener. Das ist ein Biest. Das ist der Chorus ist huge, sorry. Wir geben uns nochmal gemeinsam den Chorus, ja. Der ist auf jeden Fall ziemlich huge. Ich wollte gerade sagen, das Video ist auch so geil gemacht, so einfach von den Eindrücken, von den ganzen Blumen. Ne? Du kommst da wirklich so vor wie auf einer, also ich sage halt immer so wie auf einer Beerdigung, oder? Oder so eine Andacht, irgendwie so Requiem-Style. Das ist irgendwie, und dann doch so schön, weißt du? Also es klingt oder es sieht bedrohlich aus, weil du denkst, was ist denn das jetzt? Ist es eine Beerdigung? Ist es so eine Andacht oder irgendwas, ne? Also mich persönlich schießt es halt immer so in dieses leicht Sakrale da rein. Auf der anderen Seite dann trotzdem mit der Schönheit von den Blumen an sich. Also es bringt so beides. Dieses Bedrohliche mit dem Geschön kombiniert. Und das spiegelt sich für mich persönlich auch in der Musik wieder. Und das finde ich so geil an dem Musikvideo, an der Mucke an sich, dass man so beide Parts hat, so diese Dualität zwischen dem, okay, krass, ist es jetzt traurig? Ist es jetzt hoffnungsvoll? Ist es jetzt irgendwie mit einem tieferen Sinn, mit einer Bedeutung? Was bedeutet das für die Band? Was kann ich da rein interpretieren? Gepaart immer mit diesem positiven Aspekt, einfach mit dieser Schönheit, wenn man es so umschreiben kann. Ja, Mann.
Auch geil, ne? Wie er so, also wie die Haare so nach vorne fallen in der unter die Blumen und oder die Drums. Deswegen so rückwärts, oder? Also ich habe immer das Gefühl, die Arme bewegen sich da vorwärts hier bei einem Drummer, aber irgendwie es geht zurück. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist irgendwie crazy. Auch hier, ne? Sein Kopf geht nach vorne. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das irgendwie rückwärts ist. Und auch die Tropfen hier, die Regentropfen, fallen nach oben. So. Das ist sick. Krass. Geile Frisur, by the way. Freunde, seid ihr bereit? Oh, damn it. Perfektes Timing. Danke dir, mein Freund. Breakdown. Oh mein Gott. So nice. Oh, das ist ein Vibe, huh? Das ist ein Vibe. Chill down. Das klingt so großartig, so cineastisch, so die Landschaft, das ist so heavy, ne? Das ist wie, als wenn so eine Vulkanlandschaft, so ein Drone-Shot über einen Vulkan geht, so nach einem Breakdown und dann geht so irgendwie die Klippen runter, das ist der ruhige Part, ne? Und dann siehst du so die Landschaft, keine Ahnung, stell dir Island vor, mit den grünen Wiesen, mit all den Naturspektakel hier und da. Und das ist einfach so eine weite Landschaft irgendwie. So stelle ich mir das irgendwie vor. Keine Ahnung, wenn ich die Mucke höre. Es klingt wirklich so weit offen. Komplett einfach Raum zum Atmen. Und das ist, glaube ich, das sage ich ja auch immer, ne? Musik, auch wenn es heavy ist oder so, oder gefühlvoll oder whatever, manchmal gibt es so diesen Space, diesen Raum, der eröffnet wird, dass du selbst Luft zum Atmen hast, auch wenn du jetzt vielleicht irgendwelche Gefühle durchmachst oder Situationen durchlebst oder jetzt damit mit der Musik irgendwas assoziierst, finde ich. Gewisse Musiker, gewisse Songs, wie der hier zum Beispiel, lässt mir dann immer den nötigen Space, den nötigen Raum zum Atmen, wenn ich denke so, oh krass, ja, das beschäftigt mich gerade oder und dann hast du so einen Partner dabei, der dir auch dann den Raum gibt und das finde ich nice. Yes, 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 yes. Invent Animated Without a Whisper. Oh mein Gott, S-Tier. Für mich persönlich mega schön, mega, mega beautiful. So wirklich. Und die Wassertropfen fallen nach oben. Freunde, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn der ganze Content gefällt, lasst mir doch gerne ein Abo da. Lasst mir gerne ein Like da. Und join mich hier. Komm einfach mit hier im nächsten Video. Nächstes Metal-Video, die Playlist der LMDWZ. Ansonsten schau gerne im nächsten Video bei mir vorbei. Mich persönlich, ich finde es immer geil, Leuten was zu zeigen oder von euch was gezeigt zu bekommen. Deswegen, wir sehen uns im nächsten Video, meine Freunde. Euer Andi. Ciao, ciao.